Liebe Silvestergemeinde, ein ungewöhnliches Jahr geht zu Ende. Voll Freude erinnern wir uns an die schönen und inspirierenden Dinge, die uns glücklich gemacht haben. Dankbar sind wir für Bewahrung, die uns zuteil geworden ist. Auf Heilung hoffen wir, wo wir im vergangenen Jahr Wunden davongetragen haben. Wir sind hier versammelt im Namen des Gottes, der uns wie eine liebevolle Mutter und ein beschützender Vater begleitet. Im Namen des Gottes, der uns durch seinen Sohn gezeigt hat, wie sehr er uns liebt. Und im Namen des Gottes, der uns mit seinem guten Heiligen Geist beschenkt, damit unser Glaube und unsere Hoffnung gestärkt werden. Wir feiern diesen Silvestergottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir vertrauen uns dem Gott an, der Himmel und Erde geschaffen und uns das Leben geschenkt hat. Amen. Ich bete mit Worten von Psalm 31 in einer modernen Übertragung. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Nun, du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen mich und werden mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du hältst mich nicht los, Vater, du wirst bei mir sein. Hast und Eile, Zeit, Not und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mache mich frei, führe mich Schritt für Schritt. Es gibt Tage, die scheinen ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frage, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Amen.
Liebe Silvestergemeinde, wir blicken auf ein Jahr zurück, in dem uns die Corona-Pandemie vor die größte globale Herausforderung seit 100 Jahren gestellt hat. Millionen Menschen sind erkrankt, Hunderttausende gestorben, Existenzen und Unternehmen sind zerstört worden. Diese Pandemie hat in diesem Jahr die Welt fest in ihren Würgegriff genommen und unzählige Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Gott sei Dank ist es hervorragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelungen, in Rekordgeschwindigkeit mehrere Impfstoffe zu entwickeln, die bereits zur Anwendung gekommen sind. Das ist ein Lichtblick am Horizont und gibt uns die berechtigte Hoffnung, dass im Jahre 2021 wir wieder zu einem relativ normalen Leben zurückkehren können. Aber Probleme machen ja auch an der Jahreswende nicht Halt. Sie prallen an diesem Datum des 31. Dezember nicht ab. So stehen wir vor Gott und fragen uns, was wird das neue Jahr bringen? Wird es besser oder schlechter? Vorsätze formulieren sollten wir wahrscheinlich eher nicht, denn dann passiert meistens nichts. Ein guter Vorsatz wäre allerdings, auf den Spuren Gottes zu gehen und zu bleiben, auch wenn es manchmal dunkel ist. Auch im neuen Jahr dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns in unserem Leben begleitet, behütet und bewahrt. Worte, die uns dabei helfen können, ist der Predigttext für Silvester, der im 2. Buch Mose im 13. Kapitel in den Versen 20 bis 22 steht. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, und ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule und die Feuersäule bei Tage noch bei Nacht von ihnen. Liebe Silvestergemeinde, die Urerfahrung Israels ist, dass Gott sie durch alle Höhen und Tiefen begleitet, behütet und bewahrt. Nach der geglückten Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens beginnt eine lange Wanderung durch die Wüste mit allen Entbehrungen, die man sich vorstellen kann. Hunger und Durst, Hitze und Kälte, Bedrohung und schwere Zerwürfnisse untereinander, da die Mühsal und Last der Wüstenwanderung doch die Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens wieder in ihn geweckt hat. Gott sei Dank erfahren die Kinder Israels immer wieder neu die behütende und bewahrende Nähe Gottes, trotz allen Zweifelns und trotz allem Unglaubens. Wolken und Feuersäule sind die Naturereignisse, die für diese beschützende und bewahrende Nähe Gottes stehen. Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Gott trägt sein Volk durch alle Gefahren und Widrigkeiten des Lebens hindurch. Durch den Propheten Jesaja sagt Gott: Auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten. Und im Psalm 68 dankt König David Gott mit folgenden Worten: Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Manchmal gibt es so eine eigenartige Verbindung von Last und trotzdem Weiterkommen in unserem Leben. Ich spüre, nicht nur die geraden Wege sind gut für mich, auch wenn ich mich immer danach wünsche. Ich spüre, auch der holprige Pfad, der Umweg kann mich weiterbringen. Unser Leben läuft in das neue Jahr hinein und es wird auch neue Beschwernisse geben. Welche Belastungen werde ich weitertragen? Welche neuen werden hinzukommen? Werde ich sie bewältigen? Habe ich Angst davor und große Sorgen? Die kanadische Kinder- und Jugendbuchautorin Margaret Fishback Powers schrieb am Wochenende des Thanksgiving 1964 im Echo Lake Camp in Kingston das christliche Gedicht Spuren im Sand, das ursprünglich den Titel erhielt I Had a Dream. Dieser Text ist für viele Menschen zur Trost- und Kraftquelle geworden, weil darin in beeindruckender Weise die Überzeugung zum Ausdruck kommt, dass Gott uns in allen unseren Lebenssituationen begleitet, behütet, bewahrt und trägt. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem eigenen Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebens nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwierigsten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen meinen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt erschrecke ich, dass ich in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand gesehen habe. Warum hast du mich da allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, es recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Liebe Silvestergemeinde, wir brauchen tiefe und feste Wurzeln, die uns einen Halt geben und Kraft für unser Leben, damit wir nicht verzagen in schwierigen Lebenslagen. Mit dieser Überzeugung gehe ich voll Zuversicht, Hoffnung und Freude in das neue Jahr des Herrn. Es wird nicht alles gelingen. Vielleicht wird mir manche Last auf dem Rücken liegen. Aber ich gehe voll Vertrauen. Gott lässt uns nicht allein. Gott ist da. Das macht mich zuversichtlich und gibt mir Mut zum Leben aus dem Glauben an Gott, der mich durch alle Höhen und Tiefen begleitet, bewahrt und auch trägt. Denn ich vertraue fest darauf, unsere Zeit liegt in Gottes Händen. Ich wünsche Ihnen ein behütetes und gesegnetes neues Jahr. Amen. Wir beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An der Schwelle zum neuen Jahr bitte ich um Gottes Segen. Gott segne eure Augen, damit sie das Glück und die Sorgen in den Augen eurer Mitmenschen sehen können. Gott segne eure Ohren, damit sie aufmerksam zuhören. Gott segne euren Mund, damit ihr die richtigen Worte zur rechten Zeit findet. Gott segne eure Hände, damit sie segensreich wirken. Gott segne eure Füße, damit sie leichte und schwere Wege mitgehen. Gott segne euer Herz, damit ihr euch mit Liebe und mit Güte begegnet. Gott mache euch zu einem Segen für eure Mitmenschen. So segne, behüte und bewahre euch der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.